auf dem Programm. Grandioses Rezept, schmeckt bombig, mal ein bisschen was anderes. Zuerst geben wir mal die Eier in die Schüssel, gefolgt vom Zucker und dem Vanillezucker, seht ihr hier. Am Anfang Eier und Zucker zu verrühren, ist immer eine gute Geschichte. Ich nehme mir heute einfach mal meinen kleinen Handmixer. Funktioniert wunderbar, das ist ein echt billiges Teil. Habe ich mir günstig geschossen, funktioniert immer noch top. Verrühren wir gut miteinander und da nehmt euch wirklich Zeit. Rührt es ruhig 3, 4, 5 Minuten, dann ist das eine feine Sache. Dann habt ihr gerade gesehen, geben wir die Milch dazu. Mit dem Schneebesen rühren wir die Milch kurz unter. Und das Ganze wird jetzt ziemlich flüssig, weil jetzt kommen wir zum Mehl und da wird es dann fester. Gebt das Mehl nach und nach zu, nicht alles auf einmal. Und auch hier einfach kurz mal mit dem Schneebesen so ein bisschen unterrühren. Ihr seht schon, das ist auch jetzt keine super anstrengende Sache oder was, wo man Stunden für braucht. Einfach hier mit dem Schneebesen unterrühren. Vielleicht braucht ihr nachher noch einen kleinen Schuss Milch. Ich habe einen gebraucht, hängt davon ab, wie schnell ihr seid. Nämlich hier beim Äpfelschälen. Ja, ich habe hier immer noch meinen praktischen Apfelschäler. Wer an dem Interesse hat, ich verlinke euch den unten mal. Der entkernt und schält ganz nach Wunsch. Das könnt ihr euch einstellen. Und ja, dann schneide ich den Apfel, den ich jetzt ja hier schon so schön spiralförmig aufgeschnitten habe, schneide ich mir in kleine Stückchen, denn wir machen ja Apfelkuchen. Wäre ja praktisch, wenn wir da auch ein bisschen an Apfel reinbringen. Also, schneiden wir in schöne Stückchen. Ich nehme hier so eine Silikonform, sage ich mal. Es hat ungefähr die Größe von der Springform, vielleicht ein bisschen kleiner. Ich schreibe unten mal noch genau rein, wie groß die ist. Und den Boden belegen wir da schön mit Äpfeln. Zu unserem Teig zum Schluss geben wir jetzt nämlich mal das Backpulver dazu und rühren es auch einfach nochmal kurz unter. Und wenn ihr jetzt ein bisschen länger gebraucht habt für die Äpfel, dann ist der Teig schon sehr fest. Ihr seht schon hier, der ist relativ zähflüssig, ein bisschen zu zähflüssig für mich. Dann nehmt ihr einfach wirklich einen kleinen Schluck Milch und gebt ihn nochmal mit rein. Wenn er schneller war wie ich, könnt ihr euch den vielleicht sparen. Es soll immer noch zähflüssig sein, aber er soll sich gut rühren lassen. Also probiert es ruhig einfach mal aus. Ja, damit ist der Teig schon fertig. Und den knallen wir jetzt oben einfach mal auf die Äpfel drauf. Und ja, der Teig, das ist nicht viel und der bedeckt die Äpfel gerade so, verstreicht es oben einfach so ein bisschen. Und dann machen wir uns an die Creme, an die Deko-Creme. Dazu schnappen wir uns den Topf, ist noch aus, schmeißen da das Ei rein, den Zucker rein und die Stärke rein. Und das Ganze verrühren wir jetzt kurz miteinander. Ihr seht schon, es gibt dazu eine richtig schöne, helle Creme. Und im Endeffekt, was wir hier machen, ist mehr oder weniger ein Pudding ohne Puddingpulver, ja, also so eine richtig schöne feine Creme, haben wir es gut verrührt, dann geben wir die Milch dazu, auch nicht alles auf einmal, sondern macht es so nach und nach, ich habe es hier auf dreimal aufgeteilt und dann, wenn ihr die Milch drin habt, dann dreht ihr mal den Herd auf und jetzt kommt der Clou, unter permanentem Rühren so lange weiter köcheln und rühren, bis ihr jetzt hier wirklich so eine herrliche Creme habt. Geile Sache, oder? Dann schnappt ihr euch einfach einen Spritzbeutel, wer keinen hat, kann auch einfach ein Gefrierbeutel hier nehmen und eine kleine Ecke abschneiden. Füllt da diese Creme rein und ja, vorsichtig, die ist noch ziemlich heiß. Lasst die ruhig ein bisschen abkühlen, bevor ihr die weiterverarbeitet. Wenn es noch gut warm ist, dann ist das völlig in Ordnung, aber es soll halt immer kochend heiß sein. Ihr seht schon hier, da die Kamera ein bisschen gestreikt am Anfang, malt euch einfach da ein Muster drauf. Ihr nehmt da mal eine schöne Spirale oder ihr macht einfach lauter kleine Schnörkel. Ganz wie ihr Lust und Laune habt, verziert ihr das Ganze jetzt. Ja, ihr seht schon, so habe ich es gemacht. Und dann wandert das Teil auch schon in den Ofen. 180 Grad Umluft, 30 Minuten. Ja Leute, so schaut's aus. Wenn es rauskommt, ist das nicht genial? Jetzt einfach noch ein bisschen Puderzucker drüber und fertig ist das Ganze. Leute, super schnell gemacht der Kuchen, super lecker. Und ja, mit meinem neuen coolen Küchenmesser. Ja, ich weiß, ich habe dieses ganz super Luxusmesser, aber ich wollte noch ein zweites haben. Habe ich mir das geschossen. Auch eine coole Sache. Ist wirklich super scharf und dann schneidet ihr es an. Und der Kuchen ist ziemlich wattig. Er hat kein Öl drin, keine Butter drin. Braucht der Kuchen alles nicht. Und ja, der Zucker, der verleiht ihm trotzdem eine leichte Süße und auch die Fruchtigkeit der Äpfel. Eine richtig coole Sache. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Danke fürs Zuschauen. Grateful.